Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thilo Diefenbach. Ich bin seit einigen Jahren Übersetzer taiwanischer Literatur und genau diese möchte ich Ihnen in den kommenden Minuten kurz vorstellen. Ich beschränke mich dabei auf einen kleinen Ausschnitt, nämlich auf die Literatur, die in Taiwan ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf Mandarin verfasst wurde. 1945 wurde Taiwan nach 50 Jahren japanischer Herrschaft von der nationalchinesischen Regierung übernommen, die schon bald das Kriegsrecht über die Insel verhängte. Damit einher gingen für den Kulturbetrieb eine strenge Zensur und eine ideologische Ausrichtung auf den Antikommunismus. Diese für die Literatur sehr ungünstigen Umstände hielten bis in die frühen 80er Jahre an und dennoch entstanden schon in jener Zeit einige beachtliche Werke, von denen manche sogar Kritik an den herrschenden Zuständen übten. Gerade in der Lyrik findet man erstaunlich frühe Beispiele dafür, so etwa das Gedicht, das ich jetzt vortragen möchte. Zheng Jiuming schrieb es im Jahre 72. Es beschreibt das Verhältnis zwischen Künstler und Zensur. Der Hund. Ich bin kein braver Hund, ich weiß, denn brave Hunde bellen nicht in dieser pechschwarzen Nacht. Mein Herrchen hat mir einen Maulkorb verpasst, damit ich meine Schnauze halte und nicht mehr belle, die anderen nicht aus ihren schönen Träumen wecke. Ich verstehe seinen Kummer ja, aber ich muss einfach bellen, ein hellwacher Hund sein, auch wenn ich nicht mehr bellen darf. Ich muss bellen, unablässig, im tiefsten Winkel meines Herzens belle ich. Von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Ich weiß, ich bin kein braver Hund, denn brave Hunde bellen nicht in dieser pechschwarzen Nacht. Eine zweisprachige Auswahl von Zheng Jiumings Gedichten ist 2019 unter dem Titel Gedanken in Weiß beim Judicium Verlag in München erschienen. Ebenfalls bei Judicium habe ich 2017 ein Buch mit dem Titel Kriegsrecht, neue Literatur aus Taiwan herausgegeben, das Erzählungen aus dem Zeitraum zwischen 1949 und 2016 versammelt. So etwa Gerüchte von Shu Chang aus dem Jahr 76, eine Erzählung, die in einer erschreckenden Parabel die Deformierung des Individuums unter politischen Zwangssystemen veranschaulicht. Oder die Geschichte Der Informant von Li Qiao aus dem Jahr 82, in der es um einen Mann geht, der aus freien Stücken seine Mitmenschen bespitzelt. Diese beiden Erzählungen dürften Leser hierzulande durchaus an die jüngere deutsche Vergangenheit erinnern. Ab Mitte der 80er Jahre werden die Autoren wagemutiger. Li Tung, Huang Fan und Huang Chunming beispielsweise behandeln politische Themen nun auch mit einem offen satirischen Unterton. Seit den 90er Jahren treten politische Themen in der taiwanischen Literatur zusehends in den Hintergrund. Stattdessen beobachten wir vor allem seit der Jahrtausendwende einerseits eine Hinwendung zu eher privaten und persönlichen Themen, andererseits spiegeln viele taiwanische Bücher aber auch zunehmend die eigene Geschichte und damit das Bewusstsein wider, dass Taiwan nicht nur einfach Teil des sinitischen Kulturraumes ist, sondern zum Beispiel mit seinen polynesischen Ureinwohnern und mit seinem japanischen Erbe eine Kultur und Literatur ganz eigener Prägung hervorgebracht hat. Zu einem besonders populären Thema ist in den vergangenen Jahren neben der Naturbeschreibung im Allgemeinen die Meeresliteratur geworden. Ein Autor wie Liao Hongji beispielsweise, der früher Fischer war, widmet sich in seinen Erzählungen und in seinen Sachbüchern dem Ozean, dessen Bewohnern und den Menschen, die tagtäglich mit dem Meer in Berührung kommen. Es bleibt zu hoffen, dass diese und die vielen anderen Facetten der taiwanischen Literatur zukünftig auch in Deutschland ein größeres Publikum finden. Thank you.